Na, geht doch ihr. Wir haben jetzt 2 Tage länger Zeit, unsere Bundesliga-Traumkarte zu traden. Außerdem kam CR7 mit einem richtig krassen Mixed Tots Team, eine sehr, sehr gute Evolution, vor allem für Zweitliga-Fans. Und auch ansonsten noch das gute Upgrade-Pack, wo wir, glaube ich, 39 Tots-Karten drin zu ziehen haben, werden wir uns auch gleich anschauen. Servus, grüß und hallo, im Vergleich zu gestern, der Content so viel besser und genauso wie er sein sollte beim Team of the Season. So viel nehme ich von Mac. Würde mich freuen, wenn ihr das Video schon mal liked, Freunde. Denn jetzt geht's richtig los. Jetzt gehen wir rein in die Bundesliga-Spieler, in die Bundesliga-Karten 83x7 und die erfreulichste Nachricht des Tages, für mich zumindest. Ja, und letzte Woche nur 2 Tage Zeit, die Premier League Tots zu craften mit den Premium Upgrades, und die waren letzte Woche richtig stark. Und jetzt haben wir ja für diese Woche 2 Tage länger Zeit. Es ist anstatt wie letzte Woche am Dienstag, ist es jetzt schon gekommen. Wir brauchen wieder 11 seltene Goldspieler. Kleiner Hinweis vorweg, ich hänge euch das Crafting-Video am Ende gleich nochmal dran. Das funktioniert hier genauso und wünsche euch schon mal sau viel Glück für mega viele Team of the Season-Karten, dass jeder die zieht, die ihr gerne haben möchte. Auch die Tagesanmeldungs-Upgrades natürlich wieder täglich wegmachen. Ja, bin ich schon sehr, sehr gut. Auch die Spieler-SBC, die wie heute sehr, sehr gut auf EA zu sprechen. Auch die Spieler-SBC, die heute gekommen ist. Ich habe es mir schon gedacht. Ja, wir haben 10 der notenbesten Spieler. 9 davon waren bereits im Team of the Season und einer hat noch gefehlt. Ja, wer konnte es denn sein? Der hat auch gerade ein Elfmeter-Tor geschossen gegen die lieben Frankfurter. Ich weiß nicht. Ich habe aber selten so einen klaren und ja. Ich will es jetzt mal nett sagen, nicht so cleveren Elfmeter gesehen. Ah, Palacios ist gekommen, die Karte an sich. 3 SBCs werden gefordert. 86er, 88er und 89er Team. Teuer. Wirklich teuer. Hat 2 Alternativ-Positions. Gute Stats, braucht man nicht reden. Ja, Dribbling vor allem, dann Defensive und Physis. Richtig cool. Schießen kann er auch. Tempo hat er. Er hat die passenden Playstyles, die man sich wünscht im Zentrum, und alle defensiven Playstyles. Also schon ein sehr, sehr guter, ich würde es mal sagen, Wadenbeißer, hat auch hoch defensive Arbeitsraten. Sehr, sehr coole Karte, aber halt Preis-Leistung ein bisschen teuer. Kann man sich allerdings sehr, sehr gut erkraften, sage jetzt mal die nächsten Tage. Wir haben 13 Tage Zeit. Ja, das sollte klappen, wer den haben will. Vor allem meine Leverkusen-Fans, für euch ist es eine Must-Have-SBC. Für die Bundes, die ausschließlich Bundesliga-Teams spielen, glaube ich, wird es keinen besseren Sechser geben, als SBC zumindest. Bei den Upgrades haben wir noch eine Icon bekommen. Ja, hat er ja angekündigt, dass wir Icons und Heroes bekommen werden, die schon tolle Momente in der Bundesliga hatten. Raul, ja, 91, 94, ja, alle Stats sind da. Ich für meinen Teil, ich tue mich heute immer schwer. Der hat 5,5, ja, eine richtig krasse Raul-Karte für alle Schalke-Fans. Ein Must-Have. Und so kommen wir halt einfach durch. Ja, ich sage einfach ganz klar, wer der Bock hat auf die Karte, den nimmt mit. Ich tue mich heute immer ein bisschen schwer, weil die Karten keine 3 Playstyle Plus mehr haben. Ich weiß auch nicht, warum ich darauf so fokussiert bin. Auf dem Niveau, wo ich FC24 spiele, macht das überhaupt keinen Unterschied. Aber dennoch achte ich drauf, ja, irgendwie so ein bisschen so das Panini-Album zaubern. Und dann will ich irgendwie so Spiele, es ist auch mit Lahm und Matthäus, ne, riesengroßer Lahm-Fan gewesen, riesengroßer Matthäus-Fan gewesen. Nicht jetzt als Experte, sondern als Frauenschwarm, nicht nee, Spaß, als Fußballstar natürlich, Weltfußballer gewesen. Aber irgendwie so mit den Evolution, mit den SBCs, die halt irgendwie schon ein paar Monate alt sind, mit dem will man nicht mehr arbeiten. Ja, das sind gefühlt schon ein bisschen outdated. Und jetzt machen wir gleich auch noch die Packs. Dafür habe ich auch ein paar Premium-Upgrades vorbereitet. Ich habe tatsächlich den Eindruck, dass die ersten ein, zwei Stunden, wenn so neue, schrecklich alte SBCs kommen, dass die dann immer ein Stück weit besser können. Also macht jetzt schon mal ein paar Upgrade-SBCs auf. Wenn ihr gerade Zeit habt, zum Bericht jetzt gerne, was ihr gezogen habt, gerne in die Kommentare schreiben, was so euer bester Pull war. Außerdem kam noch die Tots Profi Evolution. Da habe ich zum Beispiel jetzt, wenn man einfach mal so meinen Verein durchgeht, ich sage es immer wieder, Evolution ist so individuell zu betrachten. Schaut bitte, was euer Verein braucht. Schaut dann bitte, was gut reinpassen würde. Oder wenn ihr eure Fun-Teams habt, was für Karten ihr da haben möchtet für euren Verein, und dann nehmt es mit. Wenn ich mir Schießen von ihr anschaue, Dribbling, passen da, dann hat sie nur 2 Playstyles halt. Powerkopfball ist ja unnütz und Trivela auch nicht mehr so stark. Werde ich jetzt wahrscheinlich nicht machen, aber das Coole ist, das Tots-Design bleibt, kostet 200k, und es gibt noch weitere gute Optionen. Genauso den Ansu Fati, auch nur 2 Playstyle Plus. Oder heute halt dann, wer es ganz möchte, den Thomas Müller. Und für alle Zweitliga-Fans komme ich gleich dazu. Ich habe übrigens noch keine Informationen zum Zweitliga-Tots, aber wenn man sich das Team anschaut, das heute gekommen ist, dann hat man schon so einen kleinen Hint aufs Zweitliga-Tots. Denn wir haben hier eine Karte,
Ja, mit, wo ist er? Pablo Walker Peters, der ist in der zweiten englischen Liga und hier auch der Davis. Das heißt, wenn die jetzt zweite englische Liga bringen, dann ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis wir die ersten Zweitligakarten dann auch im Mix sehen werden. Ja, ein extra Team für die zweite Liga wird es nicht geben, aber in den Mixtots werden sie wohl vorkommen. Wir schauen uns gleich die Karten noch vor allem CR7 ein bisschen an, aber oben den Fred, Freunde, meine lieben Fenerbahce, bitte mach jetzt keinen Fehler, sei einfach Fenerbahce. Ich verwechsel das gern, bin ja schon ein bisschen älter. Schaut brutal aus. Ja, Fred immer so eine Karte, die in FIFA beliebt war, auch Balotelli. Oder Pepe. Bisschen schade ist, dass so Karten wie ein Vertonghen, ein Pavlovic oder der Davis da unten nur zwei Playstyle Plus haben. Ja, das würde überhaupt keinen wehtun, wenn ihr da sagt, hey, wir geben einfach allen Karten konsequent zwei Playstyle Plus. Ja, da kleines, da können sie noch ein bisschen nachbessern und wir wissen jetzt endlich, was nach La Liga oder nach Bundesliga kommen wird. Es ist nicht La Liga. Es waren ja zwei unterschiedliche Angaben auf der Homepage von EA. Einmal haben sie gesagt La Liga, einmal Ligue 1, jetzt ist es so, Ligue 1 wurde gerade von Trading Romania bestätigt. Also bitte gilt der Plan von gestern nur mit den Ligue 1-Karten und für nächste Woche dann La Liga-Karten. Ja, wenn jetzt euch die Ligue 1-Karten schon zu teuer geworden sind, dann nehmt es meinetwegen La Liga-Karten oder heute halt die Tots-Karten jetzt aus der Bundesliga. Da habe ich auch gleich noch ein bisschen was. Hier Martis Tell übrigens eine coole Evolution für gestern. Aber wenn man sich jetzt einfach mal die Premier League Karten, ich weiß jetzt nicht, ob Footbin jetzt hier gerade hilft, weil es ist immer um die Uhrzeit sehr, sehr schwierig. Nee, komm gerade nicht rein. Ich erkläre es euch mündlich. Aber hier nochmal für Zweitliga-Fans. Ich habe gestern Kaiserslautern angeschaut. Die Stimmung auf dem Betzenberg, fantastisch. Für mich Kaiserslautern sowieso Bundesligist von der Stimmung her. Wie viele Vereine in der zweiten Liga. Schaut euch mal die Dribbling-Werte an von ihm. 91 Agility, 92 Composure, 98 Sprint, dann hat er Schießen, 94 insgesamt. Physicality, 96. Er hat Trivela, Aerial und Powerheader als Playstyle Plus. Also wer den Inform irgendwie hat oder sich den ercraften möchte über die Inform-Picks, Freunde. Coole SPC, wirklich wahr, vor allem für Kaiserslautern, must have. Dann haben wir hier immer, wie gesagt, also schaut es da immer gerne durch, was für euren Verein eine Verstärkung ist. Auch Josh Zirkzee, die Free-to-Play-Karte, wer das aufgehoben hat. Ja, jetzt EA wird warm mit den Evolutions und macht sie auch so, dass man es gerne machen will und auch spielen will. Ne? Das ist ein Vorteil, das hat man jetzt seit lange nicht, da war ein bisschen eine Durchstrecke drin. Aber jetzt auch so ein Sabitzer. Die Karte schaut sehr, sehr stark aus. Würde jetzt gut passen für die ganzen Dortmunder Spieler. Schaut da gerne mal durch, stöbert ein bisschen. Oder so ein Sissoko. Wow. 94 Physis, 93 Dribbling. Hey, echt saucoole Karten. Sehr, sehr geil. Habe ich mega Bock drauf. Da die ein oder andere zu leveln. Mal schauen, wie es dann wird. Ich lasse mir da immer ein bisschen Zeit, weil es kann ja noch sein, dass sich da vielleicht noch eine bessere Evolution auftut oder weitere Optionen es ergibt. Ja, wenn es dann immer so ein bisschen wird, meistens gibt es einen ganzen Markt mittlerweile von so Evolution Guys. Und wenn die dann wieder irgendwas Nices droppen, dann werde ich natürlich da auch ein kleines Short-Video wieder dazu machen. Ja, was ich jetzt gerade sagen wollte wegen dem Einkaufen. Es war ja so, Premier League Karten waren extrem günstig. Der Watkins war zum Beispiel so bei 35, 40k immer. Und jetzt sind die Karten letzten Freitag um 19 Uhr out of Packs gegangen und seitdem kontinuierlich gestiegen. Ja, das heißt jetzt nicht, dass es mit der McAllister zum Beispiel auch bestes Beispiel, aber bei so 60k, jetzt über 80k oder Gabriel und White genauso, die konnte man super günstig mitnehmen. Und ja, und dann war es halt so, dass sie sehr krass angestiegen sind, als Out of Packs gegangen sind. Also wenn jetzt diese Woche, ihr müsstet euch auf Footbin bitte die Preisverläufe anschauen und bei den Bundesliga-Karten, die sich jetzt schon gut IV verkaufen lassen, Tabsoba etc., dann auch so ein Kobel, sobald die Preise nicht angepasst ist. Wenn die dann unten sind, ja, am, keine Ahnung, Donnerstag nach den Rival Rewards, dann könnt ihr euch da ein paar mitnehmen und dann halt schön IV anbieten und ja, hoffentlich dann auch den ein oder anderen Anstieg zu verzeichnen. Es werden zwar nicht so krasse Anstiege werden wie bei der Premier League jetzt, weil Premier League ist natürlich voll im Fokus. Ja, auch die Spieler-SBCs und so haben da natürlich ihr Übriges dazu getan. Aber ich bin guter Dinge, dass wir sehr, sehr gute Anstiege sehen werden. Und so könnt ihr euch dann, wer es möchte, schön die UV-Liste noch voll machen. Schauen wir mal in die türkische Liga hier, in diesem Fred, muss ich mir unbedingt anschauen. Fred. Hier mit 4-4 hoch, hoch und diese Stats, die Karte ist brutal, auch noch ein Waschbären. Yo, also sehr, sehr geile Karte. Balotelli haben wir dann noch bekommen, auch mit 5-4 gute Stats, sehr, sehr geil. Ja, vor allem für meine Freunde aus, die die türkische Liga so, pushen, gerne mit Nani, Saha, Fred. Ja, Balotelli könnt ihr euch wirklich coole Teams jetzt bauen, mega geil.
da ein bisschen Fun damit zu haben. Und dann haben wir noch coole Karten aus der Ehrendivise bekommen. Fährmann, vielleicht wenn Van Bommel Bayern Trainer wird, dann kann er den gleich mitnehmen. Man will ja eh noch einen defensiven Sechser haben. 1,85 soll einer der heißesten auf dem Markt sein, habe ich mir sagen lassen. Definitiv auch eine coole Karte. Und jetzt muss ich noch kurz, wo ist die Saudi-Liga? Wo versteckt sie sich? Irgendwas mit Roschni heißt die, oder? Roschni, ah, da ist sie. Roschen, Saudi-Liga. Hier, CR7. Ja, wow. Stats natürlich brutal. Ich glaube, die Karte wird sehr, sehr lange nicht erreichbar werden. Ja, drei Schießen-Playstyles, Ballkontrolle ein bisschen, First Touch und Silber und natürlich schneller Schritt und dann hat er noch in der Luft. Das könnte brutal werden, wenn du den da vorne hast und kannst Kopfball. Hast es einigermaßen drauf mit Sprungkraft 99, Kopfballposition 99 und Ruhe 98. Ja, einmal Packlack haben würde ich sagen. Ne? Was haben wir sonst noch? Ryan Marisch, auch eine sehr, sehr coole Karte, eine Fun-Karte. Ich habe sein Spielermodell immer verglichen mit Neymar, hat mir mega Spaß gemacht, links Neymar, rechts ihn zu haben. Ja, der war sehr, sehr, der ist sehr agil, sehr dribbelstark, hat auch die entsprechenden Playstyles dafür und er hat First Touch. Das könnte richtig, richtig cool werden in der Box, wenn man den irgendwie dann immer zum, ja, freispielen kann mit Kurzpässen. Sehr, sehr coole Karten. Bin ich gespannt, ob wir da, ob die ziehbar sind. Ich weiß, letzte Woche hatten wir ja die Maria, der war dann schon ein bisschen schwieriger zu ziehen, weil halt auch in den Weekend League Rewards waren die nicht wirklich bedient. Und bei den Squad Battle Rewards, bitte, von der Hinweis, Squad Battles geht es nur noch auf Silber 2. Ich habe heute Morgen so viel Käse gesehen, das motiviert überhaupt nicht, da irgendwie, ja, keine Ahnung, sich rein zu craften auf 52.000 Elite-Punkte, dass ihr bei Elite 1 sein könnt. Somit, würde ich da tatsächlich nur noch ja, Silber 2 empfehlen. Drei Spiele auf Weltklasse und ihr habt sie nicht im Punkte, kriegt zwei Karten unter 90. Macht es aber bitte nicht hintereinander auf, macht die Packs, macht eins auf, wartet ein bisschen, ja, und dann macht das nächste in einer Stunde oder zwei auf, weil ich habe meins direkt hintereinander aufgemacht und ich habe mir sagen lassen, es ist irgendein Bug und habe zweimal die gleiche Karte, diesen Mutschitzer da, den Spanier gezogen. Ja, wusste ich vorher nicht, aber ihr wisst es jetzt, wenn ihr dann wirklich bei der Silber 2 sein solltet und euch ist das gleiche aufgefallen wie mir, dann hat sich das Spiel schon wieder aufgehängt. Das ist natürlich super, aber das Schöne ist, dann können wir nochmal schnell die Karten von heute anschauen und auch nochmal ein bisschen so die Karten vom Ligue 1 Team, währenddessen ich wieder neu starte, was ich mitnehmen würde. Hier Ligue 1. Ne, weil es ist halt so, als heute Nachmittag bekannt geworden ist, dass Ligue 1 kommt, sind manche Karten schon wieder gut angestiegen. Ja, ich habe mir immer diesen Filter eingestellt, 11 bis 45k. Und habe hier einen Jonathan Klaus, den habe ich nochmal eingepackt. Dann Mukele habe ich mal eingepackt, ja, für so 27k. Kovu habe ich mitgenommen, weil halt der gut, gute Links hat dann, genauso wie Guili. Aber die Pelé muss man selber einschätzen. Ich habe mir schon noch gedacht, dass ich ihn mitnehme. Umtiti genauso, ist einer sehr, sehr starker Innenverteidiger, auch wenn er 86 Rating hat. Jopier Papa kann man einpacken. Ja, oder auch hier, wo habe ich noch, Sissoko habe ich mir eingebaut, ich weiß jetzt nicht, wie sich der Preis verändern wird, wenn er in der Evolution recht gepusht wird, Diakite, Rechtsverteidiger, man sehr beliebt und vor allem Keeper, ja, so Donnarumma, wenn man sich die, oder sich die Karten mal anschaut, wir haben einen 90er Donnarumma bei 42 und alle sind so bei 42, alle Donnarumma-Ruhe-Versionen, weil es einfach Informs sind und dadurch, dass EA den Content gebracht hat und jetzt Informs nicht mehr pusht, kann man jetzt entweder die zum 49, also für 49 anbieten, zum Preis vom dritten Inform oder halt einfach mitnehmen. Ja, also Donnarumma kann man sich einpacken oder den Alvero. Ja, bei mir gehen Keeper aus der Premier League super, genauso wie JJ Okocha-Golazo. Einfach so Karten, die noch spielbar sind, die beliebt sind, die man braucht zum Linken für die Karten, die man dann einfach zieht. Ja, so ein bisschen durchgehen. Macht euch keine Sorgen, dass ihr jetzt da irgendwas verpassen würdet oder zu spät dran seid. Es wird dann der Cup wieder kommen am Donnerstag oder Freitag, was auch immer. Und Karten, die bis 90 Rating sind, brutal geflogen. Jetzt machen wir gleich mal das 83x7 auf und ist es kein Tots. Es sind 39 Tots drin. 39 Tots und ich habe so wirklich die Pisse am Fuß. Es ist brutal. ZOM Bayern, keine Totskarte. Das ist schwierig, weil es sind glaube ich nur 34 Totskarten drin. Und ich habe es jetzt geschafft, aus dem 83x7 lauter 83er zu ziehen. Das ist natürlich extrem schade. Aber mein Gott, so ist es heute. Wir machen trotzdem weiter. Ich habe jetzt Sancho schon gezogen, heute Morgen. Der war im Player Pick drin und dann kann man gleich nochmal irgendwo. Ja, wenn du dann einmal die Karte gezogen hast, die du haben wolltest, dann kommt es gleich ein nächstes Mal. Da gibt es doch so eine Theory, Dub Theory, glaube ich. So, wenn das löst dann den Knoten und dann verfolgt sie dich bis, ja, bis zum Totsende. Ist halt leider so. Mein Gott, aber jetzt könnte ich mich schon ein bisschen ärgern, aber ja, es bringt doch nichts. Ich bin einfach nur froh, dass wir jetzt den Content haben zum Craft und dass man die Player
Upgrades da reingehen können, die Woche 3 jetzt ohne Tots. Ich hoffe, bei euch läuft es besser. Ich wünsche uns schon mal, ja, jetzt endlich den richtigen Grind. So jetzt gestern schon sein sollen. Die Server sind jetzt auch wieder besser. Ich hoffe, ihr holt das Ergebnis. Bleibt gesund, habt einen guten Wochenstart. Danke fürs Anschauen. Gerne noch Video liken und Kanal abonnieren und Hashtag 14 in die Kommentare, wer jetzt noch dran ist. Wir sehen uns morgen wieder selbe Zeit. Peace out.